Heute spricht Saint-Germain zu dir. Und Saint-Germain begrüßt dich mit den Worten der unendlichen, vollkommenen Liebe aus den Feldern von allem, was ist, getragen von der Smarana-Energie. Und so fließt sogleich bei jedem Wort, welches ich zu dir spreche, unendliche Liebe zu dir. Es ist die Liebe, welche immer ist, die Liebe, welche keine Grenzen kennt. Und Saint-Germain wird dir heute behilflich sein, das Karma zu finden und das Karma zu lösen, welches dich in diesem Leben gerade am meisten betrübt. Du weißt ganz sicher, dass Karma eine Summe deiner Taten ist, welche nicht aufgelöst werden konnten in früheren Leben, und dass diese Taten meist schwierig waren und nicht in positiver Energie schwangen. Umso wichtiger ist es, dass du heute von mir Erlösung erhalten wirst. Und zwar werde ich in einer bestimmten Art und Weise für dich wirken, in welcher du selbst dafür entscheiden kannst, wie und ob dein Karma gelöst werden wird. Das, was dir Saint-Germain zur Verfügung stellt, das ist der Raum der Energie, in welchem es dir leichter fallen wird, dein Karma zu erkennen und zu lösen. Und wenn du dazu bereit bist, dann nehme nun einen tiefen Atemzug. Einen Atemzug des Lichtes. Und dehne dich mit diesem Licht aus. Dehne dich so weit aus, wie es dir möglich ist. Und achte dabei darauf, dass deine Augen geschlossen sind. Denn die Ausdehnung wird intensiver, wenn du dich ganz deinem Innersten zuwendest. Und so spürst du vielleicht schon, wie dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Und je größer diese goldene Sonne wird, umso gelassener wirst du selbst. So durchströmen dich die Wellen der Liebe, der vollkommenen Liebe. Und wenn du nun bereit bist und mir die Erlaubnis gibst, werde ich dich in ein bestimmtes Feld tragen, in welchem du intensiver fühlen wirst. Und wenn du dazu bereit bist, dann nehme jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug. Und im gleichen Moment trägt dich deine Seele in dieses eine Feld der Energien, welches ich für dich vorbereitet habe. Dort angekommen erkennst du vor dir
einen großen Spiegel und in diesem Spiegel siehst du bestimmte Bilder oder fühlst du bestimmte Energien aus früheren Leben. Lasse alles so wirken, wie es ist. Versuche nicht zu bewerten, sondern nehme einfach alles an, was ich dir zeige. Und nun beobachte die Waage, denn es steht auch eine Waage vor diesem Spiegel. Und in dieser Waage liegen auf der einen Seite deine guten Taten und auf der anderen Seite deine schlechten Taten. Und je nachdem, welche Energie gerade sich in diesem Spiegel zeigt, füllt sich an der Waage entweder die eine Seite oder die andere Seite. Du bist der stille Beobachter von deinem früheren Leben. Und so wirst du erkennen, wie deine Waage ausschlägt, welche Taten überwiegen, und du wirst erkennen, was noch gelöst werden muss, denn all das kannst du in dem Spiegel wahrnehmen. So gebe ich dir jetzt noch ein wenig Zeit, all dies wahrzunehmen und aufzunehmen. Setze dich nicht unter Druck, sondern lasse los. Und vor allen Dingen, lasse das los, was dich in diesem Leben belastet. Denn alles, was du an hindernden Energien spürst, ist ein Karma aus vergangenen Leben, welches du noch trägst. Und so kannst du auch ganz bewusst diese Bilder in deinem Spiegel entstehen lassen und beobachten, ob sie sich auflösen lassen, indem du vergibst. Denn jetzt kommt dein Teil, dein aktiver Teil. Und so bitte ich dich, werde dir deines persönlichen Karmas bewusst und lasse alles Negative los. Bitte um Vergebung zu dir selbst und zu den Menschen, welchen du Leid zugefügt hast. Lasse die Energien entstehen und lasse los. Dann erinnere dich an deine guten Taten, an das, was du schon in diesem Leben Gutes getan hast. Lasse auch hier Bilder und Energien entstehen auf dem Spiegel vor dir. Und beobachte dann, wie diese Energie in deine Waage hineinfließt. Und beobachte,
auf welcher Seite sie ausschlägt. Welche Schale mehr gefüllt wird. Welche Schale ganz nach unten geht. Lasse dir dabei Zeit. Und lasse alles los. Lasse los, was dich belastet. Vielleicht ist die Waage in einem Moment vollkommen ausgeglichen und gerade. Oder vielleicht schwenkt sie auf die eine Seite, wo die negativen Taten liegen, und zieht hinunter. Oder sie zieht auf der anderen Seite hinunter, wo die guten Taten liegen. Deine Waage zeigt dir, wo du gerade stehst. Und je nachdem, welche Seite gerade ausschlägt, daran erkennst du, wo du gerade stehst und was noch zu tun ist. Saint-Germain erhöht jetzt die Energie, damit du leichter fühlen kannst. Saint-Germain erhöht die Energie in diesem Feld und bringt dich dazu, noch tiefer zu fühlen. Bringt dich dazu, loszulassen, zu vergeben und in Liebe zu sein. So betrachte deinen Spiegel und betrachte deine Waage. Das, was für dich jetzt wichtig wäre, ist zu erkennen, dass jede gute Tat deine Waage stabilisiert und gleichzeitig dein Leben harmonisiert, dir die positive, gute Richtung gibt. Und so lasse ich dich noch ein wenig in dieser Energie, damit du erkennst, wo du jetzt gerade stehst. Und dann, nach einer Weile, wird dich deine Seele wieder zurückbringen in dein Hier und Jetzt. Für heute hast du genug aufgelöst. Für heute hast du sehr gut für dich gewirkt. Saint-Germain hat dir voller Freude die Energien bereitgestellt und geholfen, Negatives zu transformieren, so wie es gut und richtig für dich ist. Und so verabschiedet sich Saint-Germain von dir mit dem himmlischen Gruß von Smarana.